Nachdem ich die Schienen, die Schwellen jetzt von ihrem Glanz etwas befreit habe, will ich die Schienenprofile nun anmalen. Ich habe dafür wieder die Revell-Farbe Nummer 84, Leder Matt. Da habe ich einen Pinsel. Diese Farbe ist schon ziemlich eingetrocknet. Verläuft daher auch nicht. Also beste Voraussetzungen dafür, dass der Anstrich vernünftig wird. Ja, damit kommen wir schon mal gut vorwärts. Und hier hinten kurz vorm Prellbock kommt ja nie ein Fahrzeug gerade hin. Von daher kann ich das auch sehr, sehr gut von oben nochmal rustig machen. Ja.
das ist schon mal ein gutes Stück, sage ich mal. Das nenne ich einen Abpfiff zu einem wirklich ungünstigen Zeitpunkt. Aber leider muss ich den Folge leisten. Der Pinsel hier sollte allerdings noch in ein Wasserbad.